Gut, dann gehen wir zu Ramon Feliz. Haben wir ein Auto? Haben wir ein Auto? Ach, notfalls renne ich auch die 800 Meter hier. Hier ist auch noch, hier ist auch noch ein Auto. Was ist eigentlich Markus? Achso, der spawnt eigentlich. Wir warten auf dich. Der Platz ist frei. Der Fahrrappel. Der hat sich zu mir gespawnt und ich war halt ein ganzes Stückchen weg vorne. Achso, hier der Markus, der ist schon auf dem Weg zum Links, ne? Ja. Ihr wollt mich jetzt nicht wirklich fahren lassen, oder? Ja, wir spawnen einfach zu ihm. Ja, das ist... Mal kurz, warte mal stehen, wo du bist gerade. Weil... Ja, der ist auf dem Weg zum... Zum Ramon, ja, ich... Ich spawn damit hin, ein bisschen. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab mich reingespawnt. Wohin? Eigentlich wollte ich mich zu ihm spawnen, aber ich bin irgendwie wieder bei euch gelandet. Ja. Alles gut, dann fahren wir. Ja, kann jetzt zum Stubenhandeln. Ja. Mal flach fahren. Richtig. Kann besser fliegen als fahren. Fahr am Steuer, das wird teuer. Ne, warum Spiel? Ich sag ich doch. Im wahren Leben fahre ich dir alles, was Räder hat. Ohne Probleme. In GTA fährt man alles, was zwei Räder hat, kaputt und platt und um. Motorradfahrer, Fahrradfahrer. Habt ihr euch jetzt zu mir gespawnt oder nicht? Nee, wir sind unterwegs. Und hat mir hier das Auto überlassen. Wo ist denn hier die Straße? Ich sehe die Straße nicht. Da vorne. Wieso steigst du denn schon aus? Wolltest du laufen? Da ist noch nie das unterwegs. Oh, oh. Das war mir fast klar. Ich bin nicht von der Seite gewichen. So. Ich tarn mich mal als Lieferant. Jetzt hab ich Schleudertrauma hier. Alter? Aber alles umgedacht, ne? Das ist ja schön. Gott verdammt, wir kommen zu spät. Felice ist tot. Ah, toll. Verdammte Wilde. Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Bowman, Felice ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felices Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. So. Dann bauen wir ein neues Auto. 1,5 Kilometer. Das war mir klar. Nee, das habe ich jetzt. Diesmal bin ich es, der da irgendwie im Gepäck rum, Kofferraum chillt. Yeah.
Das ist der Typ. Killer gesichtet. Wir brauchen die Platte. Lass ihn am Leben. Der hat mich platt gefahren, die Sau. Hä? Ich war es hoffentlich nicht. Ich hatte zwar auf ihn geschossen, aber nicht ihn getötet, hoffentlich. Ich auch nicht. Ich war selber tot. Keine Ahnung. Dann haben wir es halt irgendwie verkackt. Ist auch egal. Es wäre noch nicht wie, wenn wir das nicht verkacken würden, mal, ne? Richtig. Wäre langweilig. Ja. Wäre ja sowas von langweilig. Das ist es halt. Zeit, ey. Mann. So, irgendeiner bei uns im Haus kocht Spargel. Das ist überhaupt eine Sauerei. Es gibt noch Spargel im Haus. Lecker. Weil Spargel lecker ist. Mit so was Hollandaise, Schinken. Naja, auf Spargel gehört keine Soße. aus dem Hintergrund. Oh, Spargel ist geil. Da ist nur zwei Sitzer hier. Na, das ist doof. Kein Kofferraum, gar nichts. Da ist das die gleiche der Scheiße. Haut ab, vielleicht sollte mal einer fahren. Ja, Vorredner fährt schon mal. Wir fahren mit zwei Autos. Komm her jetzt hier. Kommt der nicht eher auf uns zugefahren gerade? Nee, der. Nee, der kommt auf uns zu. Der kommt auf uns zu. Wir bleiben. Wir machen hier die. Ich würde sagen, wir machen hier irgendwie die Straße zu. Mit zwei Autos. Bauen wir eine Dings. Stellen gegenüber die zwei Fahrzeuge. Machen die Straße zu. Und zwar der Weg, der hier runterkommt. Hier rechts der Waldweg. Ja. Genau. Hier eine kleine Straßenbarrikade. Weil der kommt da von da oben. Ja, dann sollte man jetzt vielleicht mal irgendwo. Ja, hier irgendwie am besten, wo es ein bisschen schmaler ist. Ja, eben. Der ist jetzt quasi schon da. Hier Straße dicht machen, hier so. Killer gesichtet. Wir brauchen die Platte. Lasst ihn am Leben. Kommt an uns vorbei. So. Markus, es tut mir leid. Du liegst unter dem Auto. Ich hab den Typen. Alles gut. Okay, warte mal. Ich fahr mal am Auto weg, um Markus zu retten. Was bist du denn da? Ich hab doch nichts getan. Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du. Schön warm hier. Das ist mal echt krass, oder? Das findest du also krass. Dann warte mal, bis ich mit dir loslege. Ah, Markus, schön, dass du dich geopfert hast für uns. Chingado, Mann. Was willst du? Ramon Feliz Festplatte. Los. Die Kacke? Mann, die habe ich schon mit diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier. Holen wir uns die Festplatte, bevor Santa Blanca sie noch löscht. So, wir haben. Wir nehmen das Auto. Nationale Sicherheit. Raus. Auch nicht schlecht, da wird einem mitten im Dschungel einfach mal das Auto geklaut und dann muss irgendwie nach Hause kommen. Stehen doch noch genug andere rum, also wo Problem? Oh, falsche Richtung. Stehen doch noch zwei, drei Autos rum, also von daher. Naja, mehr. Fünf. Ich fahr mir noch ein Teil über den Fuß, der ist krass. Ja, ich habe im Kopf ein bisschen im Motorblock gesteckt. Geil.
gefliegt. So. Ich wette, da oben ist ein Turm, ist ein Scharfschütze drin. Da ist noch einer. Da Drohne steigt auf. Drei Ziele identifiziert. Ja, ordentlich was los hier. Ja, klar. Ah, der steht da, okay. Dann weiß ich, wo der ist. Die Frage ist, komme ich davon da ran? Der steht genau in dieser Scheißecke, ne? Ich hol mir schon mal den Scharfschützen hier oben. Ja, mach das. Jetzt sollte man die Sirene hier noch ausschalten. Scharfschütze ist weg. Gut. Sehr gut. Ich hab den Stromgenerator von hier oben in Sicht. Ich weiß nicht, kann man den noch kaputt schießen? Hab den schon die Sirene. Kann man den Stromgenerator auch kaputt schießen? Ja, kannst du. Der Tango ist hin. Okay, Stromgenerator ist auch kaputt. Ich weiß nicht, der eine sitzt so. Kevin, geh mal ganz kurz ein bisschen zur Seite. Ich mache immer immer den Platz. Ja. Da, wo die Yvonne gerade hinrennt. So. Scheiße. Granate. Links in dem Haus ist noch einer vor mir. Irgendwo hinter mir ist er. Der ist weg, der. Aber er schießt auf uns. Zwar von hinten. Ja. Hier unten bei mir. So. So, der war am Rücken von uns. Sehr schön. Sehr gut. Felice Block zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Wir können seine Beweise jetzt publik machen. Mal eben ein bisschen holen. Nicht mal Drogenhändler. Ich habe euch das unten auf dem Kopf. Da ist noch einer irgendwo. Jawohl, und dann haben wir alles Ruhe. Alles ruhig. Gut. Mann. Hey, ist ja, das ekelhaft. Mensch, jemand verletzt? Corinna. Ich steig schon ein. Gut, das ist das nicht. Was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Wir könnten hier mal wieder ein bisschen Aufklärungsdaten klauen. Bei A. So. Da. Das A, ja? Ja, da ist wieder Aufklärungsdaten. Vielleicht kriegen wir dann auch neue Missionen für die Story. Weil so viel Story haben wir auch, glaube ich, nicht mehr frei. Sind ja nur 5,6 Kilometer. Also ja, und ich denke, danach können wir Feierabend machen. Nur die durchhören. Ja, das passt. Ja, jetzt haben wir eine Story-Mission, wo man nicht weiß, wie lange es geht. Wo man nicht einfach... Muss ich mal was zu essen machen. Ich würde jetzt, glaube ich, schon mal meinen Stream ausmachen. Ich schaue mir vorher mal. Und einen Zuschauer, den ich habe, woanders hin. So.
Ja, ich schick mal die Janine hier. Bin sofort wieder da. Kann man das denn an der Konsole machen, die Leute irgendwo hin raiden? Ich glaube, sie streamt auf Twitch, das geht. Das geht ja. Ich weiß, dass das bei Twitch geht, aber ob es dann nur an Konsole auch so geht, das wusste ich nicht. Verstehe ich jetzt nicht, wieso können wir einfach nicht einfach über die Brücke fahren? Aber wo ganz anders hin müssen, okay. Ist manchmal sehr verwirrend hier die Landschaftslage. Hm.